Ihr Lieben, immer wieder hören wir vom Leiden in dieser Welt, um uns herum, vom Aufbegehren der Menschen, vom Ausnutzen der Macht, vom Ausbeuten, vom Vernichten, vom Zerstören, von Ungerechtigkeit und Ausbeutung auf der einen Seite. Und dann hören wir, dass Gott die Welt lieb hat, schützen will, dass Gott sich für diese Welt aufopfert. Gerade in der Passionszeit ist das das Thema. Es gibt Menschen, die können beide Vorstellungen nicht miteinander verbinden. Auf der einen Seite ein Gott, der die Menschen liebt, und auf der anderen Seite so viel Not in dieser Welt. Hat Gott nicht die Macht, das zu ändern? Oder will er es nicht? Hat es überhaupt Sinn, auf Gottes Barmherzigkeit zu bauen? Das sind die Fragen, die uns ja bewegen. Wie kann Gott das alles zulassen? Der Text, den wir hören werden, hat eine eigentümliche Betrachtungsweise dieser Problematik. Wir wollen ihn hören. Das Lied vom Weinberg, Jesaja 5, 1-7. Ich will singen das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute in seiner Mitte einen Turm und hob auch eine Kelter aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg Trauben brächte. Doch er brachte nur faule Beeren. Und nun, Bewohner Jerusalems und Männer von Juda, richtet zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch zu tun sollen, was ich ihm nicht getan hätte? Warum hoffte ich, dass er Trauben brächte? Aber er brachte nur faule Beeren. Jetzt aber will ich euch sagen, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich werde seine Hecken entfernen, sodass er abgeweidet wird, seine Mauern einreißen, sodass er zertrampelt wird. Zu einem öden Land will ich ihn machen. Er wird weder beschnitten noch behackt, damit Dornen und Disteln hochkommen. Und in Wolken gebiete ich, keinen Regen auf ihn fallen zu lassen. Denn der Weinberg des Herrn, das sind die Menschen, die er lieb und berufen hat. Das ist die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Gerechtigkeit, doch siehe da, lauter Unrecht. Auf Rechtshilfe, doch siehe da, lauter Hilfgeschrei. Ein wunderschönes Liebeslied auf den Weinberg. Ein Lied, das Jesaja singt vor 3000 Jahren. Ein Lied, das von der Leidenschaft, der Freude an so einem Objekt erzählt. Da hat einer Lust, einen Weinberg anzulegen, mit allem Drum und Dran. Er sorgt dafür, dass die Pflanzen frei wachsen können. Er sorgt dafür, dass sie Nahrung bekommen, dass sie geschützt werden, dass sie umgeben sind mit einer Mauer, damit nur ja kein Wild in den Weinberg gehen kann. Er hat so viel Liebe aufgewiesen, dieses Objekt, diesen Weinberg zu erhalten, zu fördern. Und er würde sich freuen, wenn er eines Tages käme und könnte also reiche Frucht einbringen. Aber obwohl er alle Voraussetzungen geschaffen hat für gute Früchte, kommt er zur Erntezeit und stellt fest, die Trauben sind sauer, die Beeren sind verfault.
Riesenenttäuschung. Kennen wir solche Enttäuschungen nicht auch? Da ist ein junges Ehepaar, freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes, haben alles wunderbar vorbereitet, haben für das Kind und sein Wohl Sorge getragen, opfern sehr viel Zeit und sehr viel Engagement für ihr Kind. Und dann wächst es heran und es kommt der Tag, da will dieses Kind von seinen Eltern gar nichts mehr wissen. Wie viel Engagement bringen wir auf, um eine Familie zu gründen, zu erleben? Wie viel Engagement in den Schulen, in den Betrieben? Und wie oft sind wir enttäuscht? Meine Lieben, so ähnliche Erfahrung macht Gott mit uns. Er hat doch alles, was nur möglich ist, getan, um uns Menschen diese Erde zu gestalten, vorzubereiten. Sie hat alles, was wir brauchen zum Leben. Wir haben Luft zum Atmen. Wir haben Wasser vom Himmel, das unsere Pflanzen gedeihen lässt. Bäume und Sträucher, die uns Früchte bringen. Ressourcen, von denen und mit denen wir leben können. Eine Welt, die uns wieder als etwas Wunderbares dargestellt wird, wie wir zum Beispiel solche Sendungen wie Terra X oder das Wunder der Erde betrachten. Alles wäre so schön. Und dafür hat Gott sogar Sorge getragen, dass auch unser Leben miteinander geregelt wird. Wir haben die Gebote. Es geht ihm darum, dass wir offen sind für ihn, dass wir das, was wir zum Leben gebrauchen, an Ruhe und Erholung und Entspannung haben. Stille, Zeit zu feiern, zu uns selber zu kommen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Er achtet auf das Leben und das Wohlergehen unserer Mitmenschen. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen. Du sollst dem anderen nicht nehmen, was ihm gehört. Nicht einmal seinen Ruf sollst du verletzen. Gott setzt diesem Weinberg eine Mauer, damit die wilden Tiere nicht kommen, ihn zu verwüsten. Wie solche Gebote, die er uns gibt, zu einem normalen, sinnvollen Leben. Und dann hören wir, dass die Luft verschmutzt ist, dass die Bäume faulen, dass die Arten sterben, dass die Erde nicht mehr gesund ist. Pestizide, Chemikalien führen wir ihr zu. Das macht doch Gott nicht. Das ist Menschenhand, die diese Welt zerstört. Es wird uns ja immer wieder aufgetischt und wird uns immer wieder deutlich gemacht. Der Mensch zerstört das Klima. Der Mensch vernichtet Regenwälder. Der Mensch baut Dinge ab, die eigentlich zur Erde gehören. Nicht Gott vernichtet das. Nicht wir sind es, die die Erde zerstören, ausbeuten und uns das nehmen, was uns nicht zusteht. Nicht Gott. Wir selbst sind schuld an dem Dilemma, unter dem wir leiden. Ihr Lieben, 3000 Jahre alt ist das Lied vom Weinberg. Ist es nicht unsere Wirklichkeit, die da beschrieben wird? Sind wir nicht von Gott abgefallen? Sind die Früchte unseres Glaubens nicht faul, unverwertbar? Danken wir eigentlich noch Gott?
wenn er unsere Speise und die Dinge des Lebens gibt, damit es uns gut geht? Die Fragen könnten jetzt weitergestellt werden, aber eins ist gewiss. Gott leidet mit seinen Menschen. Gott ist derjenige, der aus lauter Liebe uns nicht aufgibt. Das ist der Sinn der Passionszeit. Jesus Christus hat dieses Bild vom Weinberg in seinen Gleichnissen aufgenommen und hat deutlich gemacht, dass er kommt, diesen Weinberg zu schützen, aufzurichten. Dafür geht er den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz. Gerade in dieser Passionszeit denken wir darüber nach, Gott gibt uns nicht auf, ganz gewiss nicht. Gott steht uns zur Seite. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wunderbar. Wir können damit rechnen, dass wir die Welt nicht mehr retten können. Aber Gott wird handeln. Da bin ich ganz sicher. Und das möchte ich zum Trost auch weitergeben. Das Vertrauen in Gottes Nähe und in seine Fürsorge sollte uns nicht genommen werden. Ich hoffe, dass Gott bei mir ist, mich stärkt, mich führt und lenkt und leitet. Das ist das Wunderbare. Reminiscere heißt, denk dran, erinnere dich daran. Gott hat alles getan für unser Wohl und Wehe und leidet mit uns und für uns. Darüber sollen wir nachdenken. Gott schenke euch einen festen Glauben, ein tiefes Vertrauen und eine fröhliche Sicherheit im Glauben. Amen.